Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir werden heute das Thema Stress behandeln und auch schauen, wie wir schneller in die Mitte kommen und wie man Alltagsstress eigentlich lösen kann. Aus der energetischen Sicht ist das natürlich immer so ein großer Unruhestifter, weil man permanent wie in einem Laufrad einem Termin nach dem anderen nachhetzt oder x Verpflichtungen im Außen hat und so eigentlich das eigene Feld, die eigene Ruhe, diese eigene Mitte ganz schwer wiederfindet und da auch zurückfindet. Und da möchte ich gleich einmal, bevor wir mit der Übung anfangen, einen Tipp geben, wie man generell leichter bei sich bleibt. Und das ist einfach, dass man sich diese Sinnfrage, nämlich dieses Warum mache ich das eigentlich, dass man sich das vor Augen hält. Und für dieses Warum braucht man natürlich so ein eigenes Bild, eine eigene Vision, ein eigenes Ziel, wo ich dann sagen kann, ja, das ist der Grund, warum ich eigentlich gewisse Aktionen setze, warum ich mich auch vielleicht manchmal einmal stresse oder hudle, aber dass ich immer einen Sinn im Hinterkopf habe und diesen Sinn auch bei mir trage. Und das ist jetzt nichts, was sich schnell beantworten lässt, sondern das sollte man immer wieder hinterfragen, dass ich nämlich sage, welche meiner Aktionen führt mich zu meinem Ziel, in meine Sinnhaftigkeit rein? Und das kannst auch nur du dir selber beantworten. Also wenn du weißt, wofür du etwas tust, dann hast du schon immer so einen unbewussten Rückhalt auf deine Mitte mit dabei, weil dann handelst du letzten Endes ja bewusst aus dir heraus, weil du Aktionen setzt, die dir selber dienen, die deinem Ziel dienen, die dich dann hoffentlich auch deinem Ziel näher bringen. Und deshalb ist eben dieses Warum mache ich etwas eigentlich ganz, ganz wichtig. Und wenn du dich einmal so in so Situationen reinversetzt, wo du besonders gestresst bist, dann bin ich davon überzeugt, dass dir dieses Warum oft einmal so abhanden kommt. Und dazu würde ich dich eben mal einladen. Das heißt, finde immer ein Warum und dann wirst du auch leichter oder wirst du gar nicht mehr so schnell in so Stressgeschichten reinkommen. Okay, das einmal so vorneweg. Und jetzt schauen wir uns einfach mal so eine Übung an, dass man eben in die Mitte kommt, dass man aus dem Stress rausgeht. Ein gestresstes Energiefeld kann man sich übrigens so vorstellen, das ist wie bei einem Adventkalender, wo zu viele Türchen auf einmal offen sind. Also da steht da ein Thema, da ein Thema, da ein Thema und alles irgendwie parallel. Und Leute, die mit Stress besser umgehen können, beziehungsweise gar nicht so gestresst werden, die schaffen es halt einfach wirklich eines nach dem anderen zu machen und kommen gar nicht so in die Versuchung, da mehrere Sachen auf einmal schaukeln zu wollen oder zu müssen. Und letzten Endes ist dann auch natürlich viel eine Einteilungsfrage, wie man sich dann den Alltag einteilt, was man jetzt wirklich auf der Agenda hat und so weiter und so fort. Ein persönlicher Anti-Stress-Tipp ist natürlich auch noch von mir, immer wieder das Telefon weggeben, wegschalten und das auch sehr stark reduzieren. Gerade so schwarze Zeitlöcher wie soziale Medien, also ob ich jetzt Facebook, Instagram oder auch YouTube, das sind oft so Zeitschlucker, wo man mal schaut, man schaut nur schnell mal rein, was sich tut und auf einmal ist eine halbe Stunde weg. Also das auch einfach bewusster verwenden und auch benutzen und sich da auch klar einschränken. Auch das hilft einfach da, so diesen, ja, ein bisschen mehr im Flow zu bleiben. Denn einen Flow, also das heißt, das ist so ein Zustand, wo einfach die Dinge fließen, wo alles leichter von der Hand geht, den kriegt man unterbrochen mit sozialen Medien überhaupt nicht rein. Soziale Medien sind nichts, wo man einen Flow kriegt. Kannst du mal beobachten. Den kannst du beim Joggen haben, den kannst du beim kreativen Arbeiten haben oder wenn du irgendwo ganz intensiv in deiner Materie versunken bist, aber letzten Endes beim Konsumieren kriegst du so einen Flow nicht zusammen. Gut, dann schauen wir uns mal das Thema Stress auch nochmal an. Und wenn du dir jetzt nochmal überlegst, was ist denn Stress eigentlich, dann ist das ja ein Ziehen, ein Druck, vielleicht ein bisschen Ärgernis, gemischt mit
Ohnmacht, Gehetztheit, aber das ist ja eigentlich alles nichts Echtes, sondern man misst diese Dinge einfach an äußeren Normen, also an der Zeit zum Beispiel auch, die ja auch eigentlich eine Illusion ist. Also ich habe nur so und so viel oder so und so wenig Zeit für ein Projekt, dann setze ich ja auch eigentlich so diese Zeitmarke und habe im Kopf gleichzeitig auch schon das, das schaffe ich nicht oder da geht sich was nicht aus. Das heißt, der Druck kommt ja dann auch noch mal drauf. Und das heißt, man ist da ein bisschen so in einem, ja, in einem Hamsterrad gefangen, wo man ganz schwer rauskommt. Und am schlimmsten ist es natürlich, wenn das der berechtigte Stress ist, wenn ich ja genau weiß, so quasi, warum das jetzt so wichtig ist oder warum das jetzt so sein muss. Und dann rechtfertige ich mir eigentlich selber meinen Druck immer wieder. Letzten Endes ist es so, aus meiner Erfahrung, wenn ich mich mal zurücknehme, auf die Couch setze und einfach mal 10 Minuten Nancastle schaue, also einfach mal ins Leere schaue oder mal so ein bisschen die Energie schweifen lasse, dann kriege ich wahrscheinlich mehr, nicht nur wahrscheinlich, sondern gefühlt mehr weiter als eigentlich, wenn ich nur von einer To-Do-Geschichte zur nächsten hetze und eine Lade nach der anderen in meinem Leben offen habe. Und jetzt werden wir eben mal schauen, dass wir hier so etwas bewusster in der Mitte bleiben und auch Stress, wenn Stressfaktoren gerade sind, diese auch neutralisieren. Und alles beginnt eigentlich jetzt bei dieser Übung mit der Reinigung unserer Vorstellungskraft, unserer Gedanken. Das heißt, wir beginnen jetzt einfach mal oben mit unseren Glaubensmustern, Glaubenssätzen, weil Stress eben ganz stark auch vom Kopf her ausgeht. Und da lade ich dich jetzt mal dazu ein, dass du deine Augen schließt und einfach mal so tief einatmest und wieder aus und tief einatmest. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug entspannst du dich mehr und mehr. Und diese Entspannung misst du jetzt mal daran, dass du dich einfach auf dein Gesäß konzentrierst und quasi die Unterlage, auf der du sitzt. Also spür einfach mal so dein Gesäß. Und erlaube dir ganz entspannt und ganz sicher immer mehr an den Punkt zu gelangen, wo dein Gesäß, dein Steißbein diese Unterlage berührt. Und erlaube dir immer mehr und immer tiefer zu diesem Punkt zu sinken, zu deinem Steißbein, zu deiner Unterlage, auf der du sitzt. Und atme mal tief ein und wieder aus. Und nochmal ein und wieder aus.
Und erlaube dir jetzt ganz stabil im Hier und Jetzt zu sein. Du spürst eine gewisse Wärme, ein angenehmes Kribbeln, das von deinem Steißbein, von deinem Hintern ausgeht und vielleicht auch runter bis zu den Fußsohlen fließt. Und du spürst, dass du ganz entspannt immer tiefer und tiefer in die Gegenwart sinkst, ins Hier und Jetzt. Und es wird in dir heller, weiter und klarer. Und in diesem Licht, in dieser Klarheit erlaubst du dir jetzt, jeglichen Selbstboykott, jegliche Eigenmanipulation zu löschen und zu transformieren. Ein dunkelviolettes Licht fließt über dein Scheitelchakra ein und reinigt deine Gedankenmuster, die Spiralen, die du im Kopf gespeichert hast. Und du lässt dieses violette Licht jetzt durch deinen Kopf, über deine Schultern, in deine Arme fließen. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass es jetzt an der Zeit ist, dass du dich mehr und mehr entspannst. Und mehr deine wahre Kraft, dein ewiges Licht aktivierst. Und du erlaubst dir jetzt, sämtliche Irritationen, die in deinem Kopf gespeichert sind, sämtliche Dringlichkeiten, die nicht von dir sind, ganz klar aus deinem Umfeld zu lösen. Alles, was nicht zu dir gehört, darf sich jetzt aus deinem Umfeld lösen. Stress, emotionaler Stress, finanzieller Stress, Zeitstress von anderen Leuten darf jetzt dein Bewusstsein verlassen, sodass du in dir klarer und freier wirst. Und immer mehr und mehr in deine Kraft kommst.
Du spürst, wie eine tiefe Erhabenheit in dich einfließt. Eine tiefe Erhabenheit fließt in dich ein. Und dadurch lösen sich jetzt auch emotionale und soziale Verwicklungen und Pseudo-Verpflichtungen aus deinem Solarplexusbereich. Und auch der Solarplexus wird jetzt freier und offener. Und aus deinem Herzzentrum löst sich nun jeglicher emotionaler Stress, den du von deinem Familiensystem übernommen hast, den du von deinem Arbeitsumfeld übernommen hast, den du von deinem Freundeskreis übernommen hast. Also emotionaler Stress des Familiensystems, des Arbeitsumfeldes und deines Freundeskreises löst sich jetzt aus deinem Herzzentrum. Und damit sich das gut lösen kann, bist du jetzt eingeladen, jegliche Enttäuschungen und Kränkungen ebenfalls aus deinem Herzchakra zu verbannen und zu lösen. Jegliche Enttäuschung, jegliche Kränkung wird jetzt, soweit es von oben erlaubt ist, aus meinem Herzchakra gelöst und transformiert, damit dieses Licht der Bewusstheit, das Licht der Freiheit, der Sicherheit ganz ungestört in meinem Leben sich verwurzeln kann. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus und nochmals tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass jegliche Sicherheit und jeglicher Rückhalt, der außerhalb deiner Mitte liegt, sehr trügerisch und wandelbar ist. Also jegliche Sicherheit, der du vielleicht nachhetzt im Außen, die du nicht in deinem Innersten findest, darf jetzt von dir abfallen, sodass du dich ganz auf dein Wesen, das Wesentliche, konzentrieren kannst. Und du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie du in dir friedlicher, ruhiger wirst und klarer.
Und du spürst, dass du jetzt rationalen und emotionalen Stress schon gut gelöst hast. Und dass sich nun auch der Stress, der in deinem Körper gespeichert ist, sich lösen darf. Das heißt, jeglicher Stress deines Körpers darf sich jetzt lösen. Stress, der durch unachtsame Ernährung verursacht wird, der durch irgendwelche Unfälle verursacht worden ist. Dieser Stress darf sich jetzt aus deiner Körperebene lösen, sodass sich dein Blutdruck normalisieren kann, dein Nervensystem entspannen kann und du ein gutes Zufriedenheitsgefühl immer in deinem Alltag in dir spüren kannst. Du kannst jetzt wahrnehmen, wie sich dein gesamtes System und auch dein Körper entspannen und auch dein manifestierter Körper mit deinem feinstofflichen Körper eine optimale Kombination abgibt, ein optimales Team bildet. Du atmest jetzt tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie du dich ganz bewusst, ganz kraftvoll in deinem Leben erdest. Und dass das Licht von deinem Scheitel bis durch zu deinem Wurzelchakra fließt und von deinem Wurzelchakra durch deine Beine bis in die Erde. Ich gestehe mir hier und jetzt ein, immer pünktlich zu sein, alle meine Termine zeitgerecht zu erledigen und all das ohne jeglichen Stress. Und ohne jegliche Anspannung. Hier und heute verspreche ich, dass ich mich nicht, wie ich vielleicht gelernt habe, bei meiner Familie, bei meinen Ahnen, an meinen Aufgaben erschöpfe. Und dass ich das Leben führen kann, das meinem Wesen entspricht. Hiermit entferne ich Stress als Ausrede in meinem Leben
Hiermit entferne ich Stress als Qualität aus meinem Leben. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus. Und spürst, dass du klarer, stabiler und vor allem entspannter bist. Und in dieser Klarheit und dieser Stabilität beginnst du nun, dich auf die Dinge zu fokussieren, die dir persönlich wichtig sind. Und du erkennst, dass du mit der Energie, die bis jetzt im Stress verpufft ist, deine wahren Ziele, den wahren Sinn ganz leicht finden kannst. Und du bedankst dich bei deinem Inneren, und du atmest einmal tief ein und wieder aus. Und du bewegst jetzt mal deine Arme und deine Beine, fühlst noch mal ein bisschen nach. Und erlaubst dir dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in deine Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Schüttle dich nochmal durch, streck dich durch. Atme nochmal tief ein. Und wieder aus und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück und öffne deine Augen. Und du kannst dich natürlich an alle Schritte dieser Reise erinnern. Ich hoffe, dir hat diese Meditation Freude bereitet, dass du gut loslassen konntest. Wenn nicht, kannst du die natürlich immer wieder mal wiederholen. Ich freue mich auf einen Daumen hoch, teile das Video, abonniere meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker, Astrologe aus dem schönen Linz, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und alles Gute.